Die Gelegenheit zur Rampensau hätte Robin Alexander durchaus. Als exakter Beobachter der Bundespolitik ist er inzwischen gern gesehener Gast in den politischen Talksendungen des Fernsehens. Warum sehe ich ihn gerne dort? Weil er sich von den Scheinwerfern des Studiolichts nicht verführen lässt. In kaum einem anderen Erlebnisraum als dem Fernsehstudio nämlich gewinnt der Begriff Scheinwerfer seine zweite große Bedeutung. Scheinwerfer. Robin Alexander aber redet im Studio so, wie er in die Welt schreibt. In Zusammenhängen, faktengestützt, unaufgeregt und als Beobachter politischer Prozesse argumentierend und nicht als Teil, als engagierter Teilnehmer des politischen Prozesses. Wenn man die Artikel von Robert Alexander liest, weiß man, was man an einem guten Journalisten hat, an einer guten Tageszeitung. Und auch, was einem in den sozialen Medien oftmals so fehlt. Robin Alexander überlässt seine Analysen, seine Porträts nicht der Sogwirkung eines Eindrucks oder eines Gedankens. Nein, er setzt seine Textarbeit den vielfältigen Perspektiven aus, die ihm im politischen Betrieb begegnen. Und er legt sie dem Leser vor. Wenn die Artikel von Robert Alexander zu einem Schluss kommen, zu einer bewerteten Summe, zu einer Meinung, dann muss man diese nicht unbedingt teilen. Aber die Ergebnisse lassen sich respektieren, weil die gedanklichen Wege dahin nicht dunkel und verschlungen sind, sondern offen und gerade. Wenn eine journalistische Praxis gegen den Vorhalt von Fake News und Lügenpresse glaubwürdigen Erfolg haben könnte, dann diese. Hätte Robin Alexander sich nicht den ehernen Regeln des Journalismus verschrieben, der peniblen Recherche, des Audiatur et altera pars, der offenen und überprüfbaren Argumentation, der Fairness, aber auch der Eindeutigkeit, hätte er sich nicht an diese Regeln gehalten, hätte er für sein aufklärendes Buch über die Flüchtlingskrise weder Informationen aus dem Maschinenraum der Politik noch öffentliche Zustimmung erhalten. Die Nominierung Robin Alexanders zum Journalisten des Jahres wird, das lese ich hier, mit dem Hinweis begründet, er sei erstaunlich ideologiefrei. Sollte er trotz dieser Begründung den Preis heute Abend annehmen, bitte ich die Anwesenden, das Erstaunen nicht allzu deutlich kenntlich zu machen. Herzlichen Glückwunsch, Robin Alexander.